Hallo und herzlich willkommen im Wald. Wir haben jetzt gerade so richtig schönes Scheißwetter. Sieht so aus, als könnte es jeden Moment so richtig anfangen zu regnen. Finde ich gerade herrlich. Hab gedacht, da muss ich unbedingt raus und ein Video drehen. Endlich mal was anderes als immer dieses tolle Wetter. So, deswegen auch was Kleines, nämlich Gefahr im Wald, der Förster. Jetzt ist so ein Förster selbstverständlich nicht gefährlich. Und es ist jetzt einfach der Dramatik geschuldet, dass ich den Förster bei dieser Reihe noch schnell mit einbaue. Ne? Wir wollen kurz ein bisschen was besprechen, und zwar, wie häufig kommt das vor, dass man dem Förster begegnet, dann positive Interaktion, dann Schadensabwendung bei negativer Interaktion und drittens die Vermeidung von Interaktion. So, erstmal, wie wahrscheinlich ist es, dass uns der Förster begegnet? Wenn man mal ganz erfahrene Waldläufer fragt, die das wirklich schon viele Jahre machen, viele, die kommen so ungefähr auf ein bis zwei Försterbegegnungen pro 10 Jahre. Das deckt sich auch mit meiner persönlichen Erfahrung, mal abgesehen von Gründen, wo ich den Förster aktiv dabei habe oder aufgesucht oder sonst wie. Das zählt selbstverständlich nicht mit, sondern einfach so Privatwaldbesuche, wo keiner weiß, dass du im Wald bist. Da kommt das wirklich sehr selten vor, dass der einem mal begegnet. Und wir zählen jetzt nur Försterbesuche, wo der Förster einen überhaupt wahrnimmt, wenn der mit dem Auto vorbeifährt. Das können wir knicken, ne? Wenn man auf dem Waldweg einfach spazieren geht, das ist wurscht. Das braucht man nicht mitzählen. Das interessiert ihn dann auch nicht. Man muss ein bisschen gucken, das ist umso häufiger, je häufiger man im Wald ist, logisch. Und es ist umso häufiger, je häufiger man während der Arbeitszeit eines Försters im Wald ist. Das ist so ungefähr 8 bis 16 Uhr, 8 bis 17 Uhr, also in den Sommermonaten oft. Teilweise auch 7 bis 15 Uhr oder irgendwie solche Späße. Und dann haben sie noch eine gewisse Bürozeit, die sie dann mal im Büro sitzen. In der Mittagspause wird auch Mittagspause machen und so weiter und so weiter. Also in solchen Zeiten ist er am ehesten anzutreffen. Und dann fungiert er natürlich oft auch noch als Jäger. Das machen wir aber in einem extra Jäger-Video, wenn man dem Jäger begegnet, was dann da eben entsprechend zu tun ist. Hier gehen wir jetzt mal vom Förster in seiner försterischen Funktion außer der Jagdkomponente eben entsprechend aus. So. Also nicht sehr wahrscheinlich. Und wenn wir abends uns ein Lagerplätzchen suchen, so ab 18 Uhr oder was, und nach Möglichkeit morgens um 7:30 das Lager wieder abbrechen, ist die Chance, dass der Förster überhaupt jemals da vorbeikommt und es jemals mitkriegt, dass wir jemals da gewesen sind, sehr gering. Und aber jetzt mal kurz, nur spaßeshalber, angenommen, er kommt. Und wir haben es mit einer positiven Interaktion zu tun. Soll heißen, der Förster ist eine Tatsache, dass wir hier unser Betretungsrecht recht großzügig auslegen, positiv gegenüberstehend, ne? Also ein freundlicher Zeitgenosse auf gut Deutsch, dann wäre es vielleicht ganz sinnvoll, ihm ein Tässchen Tee, ein Tässchen Süppchen, eine Wurst vom Feuer und auch was weiß immer, wann gerade da eben entsprechend zubereitet, anzubieten. Generell ist es immer sehr, sehr hilfreich, dass man das Lagerfeuer nach Möglichkeit vermeidet. Das ist auch das Teuerste, was man machen kann, wenn es um Dinge, die im Wald teuer werden können, geht, sondern stattdessen zum Beispiel einen Hobokocher verwendet. Ne? Dann hat man auch ein Feuerchen und ist halt doch erheblich sicherer und der Förster freut sich. Dann sollte noch wichtig und selbstverständlich sein, dass kein Müll rumliegen darf, wenn man sich einen extra Müllbeutel an irgendeinen Baum in der Nähe hängt und den dann stolz vorzeigen darf, dass man extra einen Müllbeutel angebracht hat, ist das sicherlich auch nicht verkehrt. Da gibt es ja diesen berühmten Drecksack, der nur noch schwer zu haben ist, dieser orangene Sack da. Ich glaube, ist er von Deuter, ich weiß es gar nicht. Solche Dinge, ne? Und wie gesagt, ruhig ein Tässchen Tee anbieten oder sonst wie, muss er ja nicht annehmen. Ist jetzt keine Bestechung so gesehen, sondern nur eine freundliche Geste unter Freunden des Waldes. Und wenn er schon am Anfang gleich freundlich auftritt, dann wird da auch nichts Negatives bei rauskommen. Vielleicht weist er darauf hin, dass man das eigentlich nicht darf, was man hier tut, aber ruhig weitermachen kann. Und ne? Man kann auch noch anbieten, freiwillig gleich mal seine Personalien vorzuzeigen, falls was wäre und der Förster dann nochmal an dem Platz vorbei kommt am nächsten Tag, in der Woche oder was, wann auch immer, und dann feststellt, oh, hier sieht es ja doch aus wie Scheiße, dann kann er eben entsprechend sich nochmal melden und dann immer noch ein Ordnungsgeld verhängen, so nach dem Motto. Ne? Das wäre die positive Interaktion. Jetzt gibt es noch die negative Interaktion. Das heißt, der Förster findet das, was man da macht, erstmal Scheiße. So, grundsätzlich kann, außer vielleicht Gewalt, keine Macht der Welt verhindern, dass der Förster einen aus dem Wald werfen darf. Das darf er in jedem Fall, weil der ist da halt nun mal der Chef. Das ist so. Ne? Das mag unfair sein und ungerecht und ganz furchtbar, weil der Wald ja allen gehören sollte, blablub, tut er aber nicht. Ne? Ist so. Ne? Das Leben ist hart. Jetzt.
wie gesagt, der Förster ist not amused. Wie kann man jetzt verhindern, dass er einen aus dem Wald schmeißt? Wahrscheinlich gar nicht. Man kann aber verhindern, dass er einem jetzt zusätzlich noch ein Ordnungsgeld aufbrummt, beziehungsweise hat gute Chancen, das zu verhindern, indem man darauf hinweist, dass man ja gar nicht wusste, dass man das nicht darf, was man hier tut. Und das ist dann am effizientesten, wenn man Teile des Waldgesetzes kennt. Ne? Wenn man versucht, mit Hilfe der Waldgesetze, Waldumweltschutzgesetz und so weiter, also sämtliche Gesetze, die für den Wald relevant sind, Jagdgesetze, zu argumentieren, dass man das darf, was man hier tut, da hat man schlechte Karten. Da hat man wirklich ganz schlechte Karten, weil es ist immer Auslegungssache der Forstverwaltung. Der Förster ist immer ein Teil der Forstverwaltung. Und damit kann der das immer trotzdem nochmal anders auslegen, als es vielleicht im Gesetz drinsteht. Also das ist immer unter Vorbehalt, die gesetzlichen Regelungen, wenn nicht besondere Situationen vor Ort anderes Handeln erfordern. So, das ist dann ja gegebenenfalls der Fall, wenn er euch da antritt. Da fällt dem schon was ein. So ein Förster ist in seinem Wald schon ziemlich mächtig. Ne? Und das finde ich auch nicht schlecht, so ist das. jedenfalls kann man sich aber noch ganz gut rausreden, indem man eben nur einen Teil der Gesetze weiß. Dass man zum Beispiel in Bayern weiß, okay, schlafen im Wald, dazu steht jetzt nichts so ausdrücklich im Landeswaldgesetz. Man weiß noch, dass das Bundeswaldgesetz auf das Landeswaldgesetz verweist. Und man weiß noch, dass es ein Naturschutz- und freies Landschaftsbetretungsgedönsrecht gibt. Im Paragraph von mir aus weiß man den auch noch auswendig vom Landesnaturschutzgesetz. Und dass da auch nichts diesbezüglich drinsteht. Dann hat man sich so weit intensiv mit der Gesetzeslage auseinandergesetzt, dass man in gutem Glauben davon ausgehen darf, dass das, was man tut, wohl erlaubt ist. Dass man nämlich dann zusätzlich auch noch die Ausführungsverordnung zum Landesnaturschutzgesetz kennt, in der drin steht, dass man tatsächlich in Bayern nicht im Wald übernachten darf. Außerdem hat den Waldbesitzer gefragt. Das kann einem dann fast nicht mehr vorgeworfen werden, dass man das nicht auch noch gelesen hat. Weil der Aufwand, alle Gesetze zu lesen, so gigantisch groß ist und so kompliziert, dass man das von einem Laien einfach nicht erwarten kann. Das heißt, man kann dann in den meisten Fällen nicht wirklich bestraft werden. Verwarnt vielleicht, man kriegt eine Erklärung, dass man es in Zukunft jetzt wissen muss. Ne? Die können sich auch die Personalien von euch aufschreiben. Und dann gegebenenfalls das nächste Mal allen Förstern sagen, wenn der nochmal im Wald auftaucht. Ja, aber mehr kann eigentlich nicht passieren, wenn man sich mit dieser Methode rausredet. Eigentlich. Ne? Ausnahmen bestätigen selbstverständlich die Regel, aber normalerweise sollte es dann getan sein. Es hat immer diesen riesen Feuer gemacht und so weiter. Dann hat man es auch verdient, dass man entsprechend möglichst viel Geld zahlen muss. Selbstverständlich. So, dann Variante 3, nicht erwischen lassen. Ne? Ist selbsterklärend. Nochmal zu eingangs erwähnten Dingen. Wann ist es wahrscheinlich, dem Förster zu begegnen? Tagsüber. Was macht man tagsüber? Naja, im Regelfall ist man irgendwo unterwegs und wandert. Zumindest auf den meisten Dingen, die ich im Wald so tue. Ne? Wenn man tagsüber auch in einem Lager hockt, dann steigt natürlich das Risiko, dass der Förster vorbeikommt, ganz außerordentlich. Wenn man das noch in einer Gruppe tut und sich dann noch laut unterhält und rülpst und Bier säuft und was weiß ich was macht, dann steigt das Risiko immer weiter. Und das ist natürlich nicht geeignet, um zu vermeiden, gefunden zu werden. Da muss man sich dann schon rausreden, wenn man gefunden wird, was dann auch erheblich wahrscheinlicher ist. Wenn man hingegen erst abends ab 18, 19 Uhr auf die Idee kommt, sich einen Lagerplatz zu suchen, dann ein Eine-Nacht-Lager errichtet in Form von Hängematte, Tarp aufspannen, Isomatte auf den Boden legen, irgendwie sowas in der Richtung oder einfach nur mit einem Schlafsack im Laub übernachten, kann man im Sommer ja auch problemlos machen, und morgens um 7 halb 7 oder gar um 6 oder bei Sonnenaufgang, im Sommer ist der ja schon durchaus sehr früh, wieder aufbricht und weiterläuft, dann sind die Chancen, dass einen der Förster erwischt, super gering. Insbesondere, wenn man seinen entsprechenden Lagerplatz möglichst weit weg von allen Waldwegen, auf denen der Förster mit dem Auto fahren kann vor allen Dingen, plant und versucht dann auch noch ein bisschen einen großen Abstand zwischen den Rückgassen irgendwie einzuhalten. Man kann sich auch noch so ein bisschen unter höherer Vegetation versteckeln und wenn man dann halt eben vielleicht für seinen Tarp zumindest, alles andere muss ja nicht tarnfarben sein. Teilweise sind auch tarnfarbene Dinge durchaus gefährlich, aber zumindest für seinen Tarp eine gedeckte Farbe verwendet, das wäre sicherlich nicht ganz verkehrt und dann sind die Chancen, dass man da nachts mal vom Förster erwischt wird. Das passiert einem vielleicht einmal im Leben, wenn man 50 Jahre Buschkraft betrieben hat oder Waldläufertum oder wie immer man dieses Hobby nennen möchte. Also super unwahrscheinlich und nicht erwischen lassen ist wirklich viel, 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 viel einfacher als man denkt. Da muss man sich auch nicht erst irgendwelche Zweige an den Hut stecken, damit man aussieht wie der Waldschrat.
einfach nur unauffällig verhalten und vor allen Dingen auch leise sein und keine große Lichtstreuung erzeugen. Also nicht mit der TN 8 Milliarden von Flutlight im Wald rumleuchten, die man bis 5 Dörfer weiter noch sehen kann, sondern halt eben mit einer kleinen Funzel, so dass man halt nicht gegen den Baum läuft, noch ein bisschen rumleuchtet, wenn man dann nachts halt nochmal austreten muss oder ähnliches. Ne? Also vernünftiges Verhalten, gesunder Menschenverstand, dann kann einem da auch wirklich überhaupt nichts passieren. Und wer sich beschissen benimmt, der hat es auch verdient, dann eben entsprechend verknackt zu werden. Ich hoffe, da sind uns sich alle vernünftigen Waldläufer in dieser Hinsicht einig. Danke fürs Zuhören, macht's gut und ich bin gespannt, wo dieses spannende Wetter hier noch hinführt. Ha, toll heute im Wald, echt schön. Tschüss.